Wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben? In der Kreisliga. Genau. Bei den Mitarbeitern. Ja, bei den Mitarbeitern, dann hatte ich das Pensum hochgeschraubt. Dann müssten wir jetzt noch, genau, ich gehe zu den Aufgaben. Ich habe nämlich keine Lust, für die einzelnen Spieler jetzt Trainingsziele festzulegen. Das wäre nämlich sehr viel Fummelarbeit, da immer hinterher zu sein. Deswegen lasse ich den das mal machen, der wird das schon richtig machen, was halt eben wichtig ist für die jeweilige Position. Ich hoffe, dass der das versteht, das Handwerk, so einigermaßen. Deswegen gebe ich das mal ab. Den Rest machen wir aber selbst, und zwar gehe ich jetzt nochmal ins Training rein. Geh mal kurz auf Marketing und PR, das wollte ich nur kurz wissen, was da jetzt gerade läuft. Achso. Das war bei unter Mitarbeiter, genau. Dann genau, hier. Unter dem Aufgabenbereich. Hier ist jetzt nichts, weil wir keine Leute drin haben, nur müssen wir alles selbst machen. Ach so, okay, gut. Ja, dann müssen wir, dann bleibt da so oder so nichts übrig. Ich habe jetzt erstmal nur Leute eingestellt, die sich um die Spieler kümmern. Also, ja, ist okay. Den genau. Rest machen wir dann hier. Ja, also, dann gehe ich jetzt nochmal zum Training rüber und werde mal hier den individuellen Trainingsumfang, den automatischen Trainingsumfang einstellen, dann wird das so übernommen. Automatisch für jeden einzelnen Spieler. Dann hier die Trainingsgruppen. Da haben wir jetzt ja beide Leute drin. Dann müssen wir das ein bisschen umstellen, denn ist das, was ich gerne hätte, ist hier leider nicht zur Auswahl. Und zwar würde ich gerne, das geht am nächsten ran, aber ich möchte gerne die Mittelfeldspieler auch noch hier in der einen Gruppe haben. Also Mittelfeldspieler spielen bei den Stürmern, oder was? Genau, die trainieren zumindest bei denen, solange wir nur zwei Trainingsgruppen haben. Die Defensiven bleiben noch bei den Abwehrspielern, aber ab dem zentralen Mittelfeld geht alles rüber zu den Stürmern. Okay. So ist der Trainingsplan ausgelegt. Gut, dann wäre das so eingestellt. Das müssen wir jetzt halt, wenn ein neuer Spieler dazukommt, müssen wir den halt manuell zuweisen. Aber ich denke mal, das kriegen wir irgendwie hin. Wenn wir halt einen neuen Spieler haben, müssen wir halt dran denken, den einzuteilen. Dann ist er erstmal drin und dann bleibt das auch so. Gut, dann da hat sich jetzt nichts geändert, oder? Denn das ist jetzt automatisch eingestellt. Die Abwehr hat jetzt hier den kompletten Trainingsplan eingestellt bekommen, automatisch, weil er geladen wurde. Gut, dann schaue ich nochmal auf meine To-Do-List, die ich mir gemacht habe. Dann fällt mir auf, dass ich noch ganz gerne die Scouts einteilen würde. Genau, das dürfte genau, man auch nicht vergessen. Genau, das war nämlich auch noch das, was ich sonst angemerkt hatte, bevor du weitergemacht hättest. Und zwar auf jeden Fall ein Scout. Jetzt müssen wir uns kurz über das System einig werden. Was willst du jetzt genau machen? Also ich würde ganz gerne Jugendscouts nehmen, denn das würde dann auch ganz gut dazu passen, weil wir dann ab und zu mal Vorschläge bekommen, die sich auch wiederum an dem Durchschnittstalent unserer Jugendmannschaft orientieren. Das heißt, wir können dann noch die Verbesserung der Jugendmannschaft können wir dann dadurch noch mehr optimieren. Also ich würde vorschlagen, dass wir 1 bis 2 Scouts nehmen, um die Ligen zu scouten, oder vor allem die Kreisliga und die Bezirksliga. Oder die Kreisoberliga, wie sie in Hessen heißt. Und der Rest macht Jugendscouts. Dann kriegen wir von denen ab und zu mal Vorschläge für unsere Jugendmannschaft. Okay, dann machen wir 50-50, wie hättest du denn gesagt, oder was? Also ich hätte jetzt 2 für die Kreisliga und Bezirksliga genommen. Und ja, das Ding ist ja, wir müssen jetzt erstmal noch Leute finden, um unseren Kader zu ergänzen, unser Kader überhaupt nicht komplett ist. Und dann brauchen wir eigentlich maximale Scout-Leistung, um zu wissen, welche Spieler welche Stärke haben. Ja, das ist ein Argument. Das ist ein Argument. Okay, dann erstmal also, alle. Und genau, wenn der Transfermarkt der Zeitraum vorbei ist, dann können wir das umstellen, ne? Richtig, dann kannst du das machen, wie du lustig bist. Gut, dann also, machen wir erstmal. Dann das würde ich. Das, was ich gesagt hätte. Dann würde ich sagen, eine Mannschaft beobachten und dann die Liga auswählen, ne? Also, mache ich das zumindest. Nein, ich hätte das jetzt anders gemacht. Ich hätte auf allgemeines Scouting gesetzt. Okay. Und dann dort dementsprechend jetzt eingegrenzt, weil Nationalität kommt für uns Liga. Nur deutsche Frage. Oder EU. Naja, also wir können genau. Doch auch. Ach, stimmt, ja, genau. Sonst mal einfach genau so. Gleich Kreisliga. Ist ja egal, welche Nationalität die haben, ne? Wir können sie ja trotzdem verpflichten. Richtig, dann können wir sie verpflichten. Dann macht geschätzte Stärke 30. Oder nur realistische Transfers. Ja, das permanent beobachten wäre vielleicht ganz interessant. Und nee, permanent. Ja, gut. Weiß. Ja, doch. Dann Stärke halt 30. Minimum. Ja, okay, gut, das kann man auch machen. So, maximal ist ja egal. Maximales Alter 30 auch. Okay. Was Älteres brauchen wir nicht. Dann können wir keine langfristige Kaderplanung machen mit. Der Rest ist mir aber tatsächlich relativ Wumpe. Es sei denn, natürlich, wir müssen noch vielleicht mal gucken, welche Position brauchen wir denn genau. Vor allem Innenverteidiger, weil ich ja gerne mit einer Fünferkette spielen wollte.
Ja, dann klapp noch mal kurz den Kader auf, dann vergiss das noch mit dem Scout eben kurz. Na Dann gut. muss man eben kurz aufschreiben, was wir jetzt da genau brauchen. Auf jeden Fall Innenverteidiger haben wir nämlich jetzt keinen Ersatz für unsere Ja, Innenverteidiger. dann sortieren wir nach beste Position und dann sehe ich das ja auch eben schnell. Also unser Spielsystem, haben wir das darauf geeinigt oder wie war das? Also bei meinem Testlauf hat das so Funktioniert. funktioniert. Ja, genau. Gut. Okay, also Torhüter haben wir genug. Wir brauchen einen Linksverteidiger, wir brauchen einen Rechtsverteidiger, wir brauchen zwei Innenverteidiger. Also LV, RV, zwei Innenverteidiger. Gut, zentrales Mittelfeld. Ach so, okay, wir spielen mit zwei zentralen Leuten. Wir haben. Ja gut, der Niehaus, der kann ja auch jetzt dementsprechend zentral machen, das ist ja egal. Das heißt, da haben wir genug Leute. Ja, ja, offensiv, das reicht auch. Wir brauchen noch einen Stürmer. Dann habe ich noch festgestellt, dass wer waren das? Der Reuterhahn, der kann gut in der Außenverteidigung spielen. Ja, der Aber. ist 35 Jahre alt, das wäre schon einer, den ich fast rausgeschmissen hätte. Ja, gut, aber der ist halt okay in der Außenverteidigung. Den könnten wir notfalls nehmen, falls wir noch keinen besseren Ja, finden. wenn wir nichts finden, ja. Gut, also ich habe jetzt hier aufgeschrieben, Linksverteidiger, Rechtsverteidiger, zwei Innenverteidiger und ein Stürmer, also fünf Spieler. Das heißt, wir können unsere Scouts jetzt auf die verschiedenen Positionen eben ansetzen. Moment mal. Was hast denn du Ach, jetzt der ist jetzt gemacht? besser. Ich habe den Reuterhahn auf die Linksverteidigung gestellt. Da ist er sogar besser als Dennis Hahn. Und der Der ist ja ist. auch 34. Ey, was Ja. sind das hier für Knacker? Leute, geht in die Seniorenmannschaft. Ja, Alter, was ist das für ein Durchschnittsalter hier? 100? ja, Also tatsächlich muss ich sagen, das ist echt ziemlich alt, was hier so rumturnt. Naja, okay, dann kannst du jetzt zu den Scouts gehen, wenn du hier durch Okay. bist. So. Ne, Moment, Transfer-Scouts. Hier war das. Okay. Dann, wie gesagt, wir gehen dann auf allgemeines Scouting, hast du gesagt, ne? Dann wollten wir die Liga auswählen, weil ich glaube, dass die Bezirksliga uns eher ablehnend gegenübersteht, momentan, jetzt wo wir einen Ah, warte mal, noch. ich habe sogar noch eine bessere Idee. Pass mal auf, ich weiß nicht, ob das Ganze schneller geht. Also geschätzte Stärke 30. Ja. Maximales Alter 30. Ja. Dann am besten nur Dann realistische Transfers, ne? realisierst du das erst und permanent beobachten. Ja. Und dann gehst du auf Speichern unten links. Ein bisschen weiter. So, und Speichern, okay. dann, nicht, da musst du noch eben kurz einen Titel Ach eingeben. so. Allgemeines Scouting. Sag so, Ja. keine Ahnung. Oder ALLG. Und dann. SC Kreisliga. Können wir ja dann ändern, wenn wir weiter oben Und sind. speichern. Nee, 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 nicht Oh, okay. okay, gut. Ich gehe zurück. Das können wir ja verändern. Ja, Laden. genau. Jetzt dann kannst du es nochmal machen, weil das Habe ich hat hier er noch? nämlich nicht gespeichert. Dann musstest du nämlich noch auf diesen kleinen Button daneben gehen. Ach so. Aber das ist ja noch Das war eingestellt. die. Okay. Ja, das ist noch eingestellt. Okay, dann nochmal. So. Genau, jetzt gehst du auf den Button da. So, und jetzt stellen wir unsere Position ein. Das speichern wir dann übrigens nicht. Ah, okay. So, und das heißt jetzt, der erste macht einen Linksverteidiger. Der sucht nach Linksverteidigern. Also wir laden das jetzt. Nee, nee, brauchst du Oder nicht. nee, okay, ist ja schon eingestellt. Dann ein Link. Wo war die? Da war die Position. Okay, ein Linksverteidiger. Und dann sagen wir einem anderen, wir brauchen einen Rechtsverteidiger oder wie war es? Oder Genau, was brauchen richtig. wir Dann noch? lädst du das beim anderen und machst das für den Alles Rechtsverteidiger klar, und okay. dann. Ja, ich bin immer auf Mannschaft beobachten gegangen. Seit Deswegen, wann gibt es denn diese Jugendscouts eigentlich? Die sind übrigens neu, nur ich dass ich glaube, die sind nochmal seit dem erwähne. 13er dran. Okay, genau. Jetzt Rechtsverteidiger. Dann die nächsten beiden machen Innenverteidigung. Frage ist, permanent beobachten, das ist die Frage. Ja, dann, das ist, also wenn du es einfach so beobachtest, dann beobachtet er, sag ich mal, vier Spieler. Erstmal bist du bekannt als Grad 4, dann nochmal vier Spieler und dann nochmal, verstehst du, was ich meine? Und dann, glaube ich, permanent beobachten ist, dann bist du Stärke 10. Also bist du bekannt als Grad 10, Ah, Entschuldigung. okay, so ist es gemeint. Also Gut, glaube dann ich zumindest, dass es so gemeint ist. ich Wenn hoffe das nicht so es, gemeint ist, können wir es noch ändern. weil ich hätte die Befürchtung, dass er dann vielleicht die beobachtet, auch wenn sie auf 10 sind. Damit er vielleicht Veränderungen, wenn sie halt die Stärke verändern oder so, dass er das dann Kann ich mir sofort nicht mitkriegt oder so. vorstellen.
So, dann wären jetzt einer für rechts, einer für links und zwei für innen. Nee, du hast jetzt, glaube ich, ja genau, das ist ja genau zwei für innen, dann brauchst du noch einen für den Stürmer. Okay, einen für den Stürmer. So. Ah, jetzt weiß ich, was das war. Jetzt weiß ich, was permanent beobachtend war. Danach gibt er nämlich seine Aufgabe so knapp eine Woche, macht dann was anderes. Verstehst du? Das sind deine Dauer, noch 6 Tage, bis zu einem Scout-Bericht. Und wenn du nicht auf permanent beobachten gehst, dann macht er wie was anderes. Okay, das heißt ja, ich verstehe jetzt nicht so ganz. Also, der macht jetzt 6 Tage, dann kommt sein erster Bericht. Genau, der macht 6 Tage das, dann kommt der Bericht und dann würde er quasi aufhören. Dann würde er nach neuen Aufgaben sich, dann müsstest du ihm die Aufgabe nochmal zuteilen, wenn du nicht auf permanent beobachten gehst. Okay. So, und was du mit dem letzten machst, das ist mir jetzt eigentlich relativ schnuppe. Mit dem könnten wir den entweder schon mal in die Jugend schicken oder mal Mannschaft beobachten und einen groben Überblick über die Kreis- und Bezirksliga verschaffen. Genau, über die Liga kannst du mal eben richtig. Genau. Das heißt, du hast Deutschland, da ist Deutschland. Dann haben wir die Kreisliga. Ich glaube, ich habe eine bessere Idee. Würde ich sagen, die erste Mannschaft. Dann können wir uns selbst rausnehmen. Und dann nehme ich noch die Bezirksliga rein und hier nochmal die erste Mannschaft. Ja, nee, das müsstest du nicht machen. Das kannst du eigentlich schon lassen noch. Weil so kriegen wir, also in den paar Wochen kriegen wir keinen richtigen Überblick über die Bezirksliga, die wir auch noch nicht brauchen. Das können wir dann machen, wenn es notwendig ist. Bis zum ASV. Ja, genau. So. So. Gut. Bingo. Dann kann er das auch permanent beobachten und weil mehr als die erste Mannschaft brauchen wir ja jetzt nicht, ne? Die anderen, die zweite und die Jugendmannschaft sind sowieso nicht so schlecht. So, das braucht kein Schwein. Dann hätten wir die Scouts eingeteilt und nach der ersten Transfersaison oder Transferzeitraum, dann teilen wir Jugendscouts zu, ne? Richtig. So, jetzt News Center, hätte ich noch gesagt, da hast du noch den ganzen Kack kleben. News Center? Das sind die ganzen Mitarbeiter, die dazugekommen sind und ansonsten war ja nichts Neues dabei. Ja, dann kannst du sie entfernen, die ganzen Einträge. Ja gut. Mach ich immer, stört mich. Moment. Kann die alle wegschmeißen, die brauchen wir alle nicht. Ja. So. Entschuldigung, dass mein Handy so ein bisschen vibriert, aber ich warte noch auf Rückmeldung von einer wichtigen Kleinigkeit. So, weil ich habe das bisher noch nie, die E-Mails rausgeschmissen. Die werden automatisch nach 4 Wochen gelöscht und dann hatte ich die immer so lange drin liegen. Aber gut, die brauchen wir sowieso nicht. Dann hätten wir das eingestellt. Auf meiner To-Do-List steht jetzt erstmal nichts mehr drin. Privatleben habe ich schon gemacht. Dann gut, wenn auf deiner To-Do-List nichts mehr steht, können wir weitermachen. Genau. Gut, dann käme auch. Es beschleunigt sich exponentiell hier. Oh ja, mit was für einer Rate auch noch. Gut, dann können wir zum ersten Spiel gehen. Ist die Frage, ist die Jugendmannschaft schon, noch nicht aufgefüllt. Okay, dann werden wir das jetzt rausfinden, ob das jetzt gleich der Fall sein wird. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, was ich heute noch machen wollte. Und dann bin ich mal gespannt. Wenn die nicht aufgefüllt wird, lege ich dich um. Okay. Also auch wenn das nichts bringt, ich tue das trotzdem. Gut. Dann weiß ich schon mal Bescheid. Okay. Das ist das Spiel. Und da haben wir eine Verletzung von 18 Tagen. Und die Jugendmannschaft wird, glaube ich, erst hinterher aufgefüllt, soweit ich weiß. Spätestens zum nächsten Spiel werden wir dann wieder eine aufgefüllte Jugendmannschaft haben. Und zwar beide Jugendmannschaften. Nicht nur die gebraucht wird, sondern auch die B-Jugend. Gut, okay. Dann mache ich eben nochmal das und ich schaue nochmal hier rein. Nach den Sprachen muss ich nur den ersten Monat lang und ein paar Tage vom zweiten Monat schauen. Dann haben wir hier alle Sprachen ausgewählt, die wir lernen können. Dann müssen wir uns hier nicht mehr kümmern, dann passiert das alles von alleine. Also das ist nur den ersten Monat lang. Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen, dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine Wahl der Qual. Ansonsten gute Reise und bis...